Wann immer es geht, versucht Emily Isse in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ein Leben wie früher in Syrien zu führen. Für die 48-Jährige, die vor gut 3 Jahren mit ihrer Familie aus dem zerbombten Homs floh, ist der Einkauf auf dem Markt der Höhepunkt der Woche. Alles hier erinnert an die verlorene Heimat. Es gibt mir das Gefühl, dass ich zu Hause bin. Wir im Nahen Osten haben viele dieser Märkte. Da kaufst du die Dinge direkt von den Bauern und alles riecht förmlich noch nach Erde. Aber alles hier erinnert auch an Verwandte und Freunde, die dem Krieg in Syrien nicht entfliehen konnten. Ihre Schwester zum Beispiel, die mit Mann und Kindern immer noch dort lebt. Tatsächlich teile ich mein Essen mit ihnen. Ich kaufe viel weniger ein, als ich eigentlich könnte, damit mehr Geld übrig bleibt, damit ich ihnen mehr helfen kann. Etwa $100 im Monat spart sich Emily so von ihrem Gehalt als Englischlehrerin ab. Das Geld verschickt sie, wie die meisten ihrer Landsleute, mit Western Union. Für das Bargeld gibt es einen Nummerncode und mit dem kann dann ihre Schwester das Geld in Syrien in Empfang nehmen. Der Haken? Knapp $30 landen pro Transfer in Form von Gebühren und Wechselkursgewinnen in den Taschen des Finanzdienstleisters. Es ist ja in Ordnung, wenn du eine große Summe überweist, aber das können wir nicht. Von meinem Gehalt geht es nur $100-weise und dann bezahlst du das jedes Mal. Und wie Emily geht es Millionen Flüchtlingen und Migranten weltweit. Oyenne Rampa, das zentrale Flüchtlingslager in der bulgarischen Hauptstadt. Rund 400 Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten sind hier untergebracht. Ausgang gibt es nur tagsüber, nachts bleiben die Türen geschlossen. Wir sind mit dem syrischen Kurden Jinjuli verabredet. Seit 15 Monaten lebt er hier. Einmal im Monat geht auch er zu Western Union. Allerdings, um Geld zu bekommen von Verwandten in Deutschland. Zu einem Interview kommt es aber nicht mehr. Der Leiter des Flüchtlingsheims verweist uns des Geländes, trotz Drehgenehmigung. Der Vorsitzende der syrischen Gemeinde in Sofia erklärt uns, warum hier praktisch jeder die teuren Dienste von Western Union in Anspruch nehmen muss. Wir bekommen hier vom bulgarischen Staat nicht einen Cent in Bar ausgehändigt. Lediglich die Kosten für die Unterkunft und 3 Mahlzeiten täglich werden übernommen. Frühstück, Mittag und Abendessen. Für alles andere sind die Flüchtlinge hier auf Bargeld von Verwandten und Freunden angewiesen. Und so verdient Western Union wieder kräftig mit. Im Internet regt sich dagegen inzwischen weltweit massiver Protest. In London erreichen wir per Skype einen der Initiatoren. Es ist wie eine Sondersteuer für Arme, eine umgekehrte Robin Hood-Operation. Das Geld landet in Dallas oder New York statt in Afrika oder dem Nahen Osten. Per Online-Petition fordern die Kampagnenmacher deshalb, Gebühren und Wechselkursgewinne auf 5% zu begrenzen. Über 350.000 Menschen weltweit haben sich der Forderung bereits angeschlossen. Es ist genau das, was die Regierungschefs der 8 führenden Wirtschaftsnationen bereits seit 2009 fordern. Wir fordern nichts anderes von Western Union, als dem nachzukommen. Western Union selbst imponiert das wenig. Statt eines zugesagten Interviews bekommen wir letztendlich nur eine knappe schriftliche Stellungnahme. Vorübergehend seien nun Überweisungen nach Syrien kostenlos, allerdings nur von Deutschland und Österreich aus. Emily Isse und ihre Familie nutzt das wenig. Weil sie heute in Bulgarien leben, kommen sie nicht in den Genuss der Gratisüberweisung. Trotzdem werden auch sie weiter jeden verzichtbaren Cent zur Seite legen. Ich fühle mich schuldig. Das ist bis heute mein wichtigstes Gefühl. Ich fühle mich schuldig, weil ich gegangen bin. Fotos aus ihrem alten Leben in Syrien. Viele leben jetzt als Flüchtlinge verstreut über den Globus, einige sind tot. Ihre Schwester konnte die Ruinen bis heute nicht verlassen und die wird Emily Isse weiter unterstützen, selbst wenn sie dafür die teuren Dienste von Unternehmen
wie Western Union nutzen muss.